Ein herzliches Grüß Gott hier vom Rathausbalkon in Straubing an einem leider etwas verregneten Tag, aber es ist trotzdem alljährlich der wichtigste Tag des Jahres in Straubing. Das Gäubodenvolksfest beginnt mit dem traditionellen Auszug und dazu habe ich mir wieder kompetente Hilfe hier auf den Rathausbalkon geholt. Werner Schäfer, ehemaliger Schuldirektor, Stadtratsmitglied und Mitglied im historischen Verein und dadurch ein ausgewiesener Kenner der Straubinger und der Bayerwaldhistorie. Herzlich willkommen. Man soll den Tag nicht vor dem regnerischen Abend loben, aber ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Es geht auch schon gleich los. Die erste Gruppe, die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München mit insgesamt 4 Reitern haben wir aufgeschrieben, aber es sind sogar 6 heute dabei. Letztes Jahr waren es noch 4, diesmal 6. Das zeigt, wie wichtig es dem Polizeipräsidium München ist, immer wieder Jahr für Jahr hier teilzunehmen. Sie haben es natürlich jetzt nicht so schön wie wir. Und für die erste Musik sorgt, soweit ich weiß, auch schon traditionell die Stadtkapelle in Straubing, die da immer schön vorneweg marschiert. Ja, die Stadtkapelle ist ja Institution seit 1969. Damals war es noch der Bläserkreis Straubing unter Anton Detterbeck, aber jetzt ist es die Stadtkapelle, die bis zum symphonischen Blasorchester alles abdeckt, was man an bläserischer Musik sich einfach wünschen kann. Und deshalb ist es sehr, sehr schön, dass gerade sie auch diesen Auszug eröffnet. Ja, und jetzt kommt ein Traditionsverein, nämlich der Fachverein der Maurer und Steinmetze. Servus, zum wievielten Mal sind Sie schon dabei? Oh, ich bin ja neu zugezogen von München her. Aha. Ich bin das dritte Mal dabei. Und ist besser hier in Straubing? Ja, schon. Wieso? Weil Straubing ländlich ist. Wir haben München, es ist Stadt und es ist Land. Das ist viel besser. Dann viel Spaß noch. Danke. Ja, der Reit- und Fahrverein Oberpiebing beschmeißt uns jetzt mit Bonbons. Herzlichen Dank. Und es ist ein prächtiger Aufzug, den die Oberpiebinger seit vielen Jahren hier bieten, auch heuer natürlich wieder. Und Sie sind eine wirkliche Institution im Landkreis, organisieren ja auch jedes Jahr Ihr großes Reit- und Springturnier. Also die haben schon auf jeden Fall ihre Berechtigung, dass Sie hier mitfahren. Als nächstes haben wir eine Gruppe mit dem Trachtenverein Immergrün, die, würde ich fast sagen, wie keine andere eigentlich fast für ein Sinnbild für das Gäubodenvolksfest steht. Auf fast jedem Plakat sind sie immer mal wieder zu sehen. Allein deswegen kennt man sie schon vom Bild her. Aber das Interessante ist, dass sie sich 1927 gegründet haben als bayerischer Gebirgstrachtenverein Immergrün, wie so viele damals übrigens, Orientierung an Oberbayern, aber das hat sich dann geändert. Interessant auch, dass dieser Trachtenverein in der Nazizeit verboten war und sich vor 66 Jahren neu gegründet hat. Und jetzt treten die 80 Mitglieder von Immergrün wirklich in Gäubodentracht auf. Und sie sind selbstverständlich nicht nur in Straubing bekannt, sondern über ganz Niederbayern hinaus. Ja, und jetzt der einzige große Fanfarenzug Straubings, das Freie Fanfarenkorps, auch nicht wegzudenken. 1964 von Siegfried Bartke gegründet und mit den 30 bis 35 aktiven Mitgliedern über Straubing hinaus für Straubing werbend, bayerischer Meister in der Hörnerklasse, stolz auf die barocke Langfanfaren und seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch zu hören gewesen bei den Agnes Bernauer Festspielen. Und als nächstes wieder so ein typisches Straubinger Zeichen nach Stadtherold und dem Pflug. Über uns und unter uns das Stadtwappen. Und der Pflug im Stadtwappen ist ja nicht nur der Hinweis auf das erste Straubinger Richtergeschlecht, sondern ist dann geworden zum Zeichen der Hauptstadt der Kornböden, der Agricultura des bäuerlichen Straubings mitten im Gäuboden. Ja, jetzt kommen dann traditionsgemäß auch die Gäubodentrachtler, also Bäuerin und Bauer in dieser Kutsche. Mir wäre es ja persönlich recht, wenn gleich auch jemand aus dem Bayerischen Wald dabei wäre. Denn schließlich sind wir auch das Tor zum Bayerischen Wald und nicht nur die Gäubodenhauptstadt. Und ein paar Geschenke gibt es auch gleich für die Leute. Leider werden heute die Brezen und die Gepäckstücke etwas nass beim Fachverein der Bäcker und Konditoren Straubing. Die haben selbstverständlich ihre Wurzeln ebenfalls in einer Zunft, in der höchst traditionsreichen Straubinger Bäckerzunft und dann in einem Krankenunterstützungsverein der Bäckergehilfen aus dem Jahre 1894. Wann sind Sie heute früh schon aufgestanden? Oh, um 6 Uhr in der Früh. Und wie viel haben Sie am Backen? Ja, das 400 haben wir heute gehabt von denen. Wie sind schon los geworden? Fast nichts mehr da. Okay. Fast leer. Okay. Ja. Okay, vierteil.
Holger Frischhut. Holger Frischhut kommt gerade an uns vorbei als Bruder Straubinger. Es hat ihn ja eigentlich gar nicht gegeben wohl. Er ist eine literarische Erfindung des Landshuter Medizinstudenten Karl Theodor Müller, kommt in einem Trinklied vor und ist trotzdem ein Symbol für den Handwerksburschen geworden. Servus Bruder Straubinger, kannst du uns ein bisschen was von deinem Lied vorsingen? Nein, weiß nicht aus, wenn ich kann. Oh, das ist aber schlecht. Nein, ehrlich nicht, ich kann es nicht auswendig. Ein kleines Stück, gell? Auch nicht. Gar nichts. Wieso machst denn du das? Wieso ich das mache? Seit 1995 und mache du es deswegen, weil der Vorgänger angeblich auch Kaminkehrer war, die Originalfigur. Ah. Und deswegen darfst du sie auch machen. Okay. Das war meins, gell? Ja, dann viel Spaß. Gut, danke, tschüss. Hallo. Und gleich dahinter der Vorsitzende des Straubinger Stadtrats, unser Oberbürgermeister. Gleich dahinter kommt die Kutsche der Stadt- und Landkreisregiments. Herren, ja, Oberbürgermeister Markus Pannermeier, Landrat Alfred Reisinger, Ernst Hinzken darf natürlich in dieser Kutsche nicht fehlen. Ihm ein besonders herzlicher Gruß. Es ist heuer gemütlicher, wenn immer das Jubiläum ist. Ja, wir haben heuer schon wieder Jubiläum, weil der zweite Geburtstag des Volksfestes war 1898, als die Straubinger sich durchgesetzt haben und das für sich reklamiert haben. Das heißt, wir feiern heuer den 115. zweiten Geburtstag. Man findet immer was zu feiern. Das ist super. Herr Hinzken, freuen Sie sich schon auf die Eröffnung morgen? Und wie? Das ist ein tolles Erlebnis für mich, dass ich die Eröffnungsrede halten darf. Und ich bin heute schon voll drauf, damit ich morgen versuche, mich gut überzubringen. Okay, ich freue mich drauf. Danke. Und wenn wir schon beim Goldboden sind, dann bleiben wir auch gleich beim Golden. Die passende Musik dazu, die liefert der Goldboden Spielmanns sogar so Schneiding. Ja, 1964 gegründet. Er pflegt eine ganz enge Freundschaft mit dem Freien Fanfarenchor Straubing. Das hört man auch. Nicht? Eine etwas malerische Uniform, aber sie hat Zusammenhang mit Oberschneiding. Und sie treten übrigens nicht nur hier in Niederbayern auf, sondern im gesamten In- und Ausland. Ein weiterer Verein, ein Traditionsverein, der sich zurückführen kann bis in mittelalterliche Wurzeln, der Fachverein der Zimmerleute, 1879 gegründet, 126 Mitglieder in Zunftkleidung kann er aufbieten, überwiegend aus Stadt- und Landkreis Straubing-Bogen. Ich würde mal schätzen, die Hälfte der Mitglieder ist heute dabei, also das ist eine richtig schöne große Gruppe. Das ist schon eine wirklich große Gruppe. Aber eine prächtige Gruppe folgt jetzt, nämlich die Plattlinger Jugendblaskapelle 1964, die aus einer Plattlinger Knabenkapelle hervorgegangen ist. Und ich glaube, es wird jetzt nicht die letzte sein heute, aber sie ist zumindest die erste, die bayerische Bierkönigin. Die bayerische Bierkönigin, die aber beschirmt wird vom Straubing-Schirm des Amtes für Tourismus. Also das möchte ich schon auch anmerken und sie ist offensichtlich gut beschirmt, die Bierkönigin, die nun zur nächsten Großgruppe gehört, nämlich zur Karmelitenbrauerei, die sich allmählich uns nähert. Ja, jetzt folgt die nächste Musikkapelle, sie gehört aber zur Karmelitenbrauerei, die Felsenstorner aus Elisabethzell. Und die Karmelitenbrauerei, das ist ja ebenfalls eine wirkliche Institution in Straubing, nicht? 1367 haben die Karmeliter mit dem Bierbrauen begonnen, bis 1879 dann hinübergegangen zur Brauerei Karl Sturm und heute geführt vom Brauereidirektor Christoph Kempf. Gleich zwei Zelte werden hier bedient, nämlich das Festzelt Nothaft und ganz neu aus dem Landkreis aus Degernbach das Festzelt Grendel. Und man sehe und staune, es ist auch ein Karmeliter dabei, mein lieber Freund Frater Josef. Ihnen geht's gut in der Kutsche? Ja, wir haben sogar aufgemacht, damit man uns auch sieht und wir was sehen vor allen Dingen. Bei den kleinen Fenstern hat man nicht viel gesehen. Ja. Und Sie trinken jetzt schon länger unten Bier, oder? Weil Mittwoch war ja das Helferfest. Ja, und also wir haben genug Trainingszeiten gehabt. Hat gut funktioniert. Viel Spaß noch. Danke. Servus. Würde mich auch bei dem Thema interessieren. Es ist jetzt zum ersten Mal ein Landkreisfestwirt dabei. Ich glaube, Sie begrüßen das auch eher als Bayerwaldler. Ich begrüße das außerordentlich. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es im alten Landkreis Bogen allerweil so einheimische Gaststätten und einheimische Brauereien gibt. Die muss man einfach auch hier fördern. Ja, und die Karmeliter strengen sich heuer ganz besonders an, wenn man diese Hochradfahrer sieht. Das ist doch eine ganz großartige Kulisse trotz des Regens.
Dankeschön, dass ihr euch so hinaufbegebt, so hoch hinaufbegebt. Kann man gut vorstellen, bei dem Regen muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch nicht vom Hochrad fällt. Wie lange üben Sie? Da musst, also bis du das einmal richtig kannst, musst du schon ungefähr 2 Monate üben. Also du musst schon einmal in der Woche mindestens fahren. Dann heile Ankunft Ihnen. Okay, servus. Zum Volksfest gehört aber natürlich eine andere Landkreisbrauerei schon ganz lange, nämlich die Erlbrauerei aus Geiselhöring. Und zu Geiselhöring gehört wie eh und je auch diese wunderbare Blaskapelle. Und jetzt aber zum Schluss noch einmal dieses wunderbare Gespann der Karmelitenbrauerei. Bevor es wieder historisch wird. Ich wollte nur noch sagen, ein 6-Spänner. Gibt, glaube ich, sogar einen 10-Spänner, aber ich weiß nicht, ob sie ihn heute wirklich angespannt haben bei dem Wetter. Es kann natürlich gut sein, dass es problematisch wird dann.